Meine Damen und Herren, über 40 Milliarden Franken. Diesen Betrag stellt der Bundesrat kurz- bis mittelfristig zur Verfügung. Wir müssen die Wirtschaft jetzt unterstützen und denen helfen, die direkt von dieser außergewöhnlichen Krise betroffen sind. Unsere Wirtschaft wurde in nie dagewesener Weise abgebremst. Wir sind alle betroffen und müssen solidarisch bleiben. Der Bundesrat will die Arbeitsplätze erhalten, Löhne sichern und Selbstständige bei Bedarf unterstützen. Wir setzen dabei auf bewährte Instrumente, insbesondere auf die Kurzarbeit und auf Kreditbürgschaften für die Unternehmen. Diese Instrumente werden ausgeweitet und der Zugang zu ihnen erleichtert. Wir schaffen neue Instrumente, um jenen zu helfen, die nicht durch die bestehenden Sozialversicherungen geschützt sind. Das sind gewisse Kategorien von selbstständig Erwerbenden sowie Personen, die in der Kultur- und Kunstbranche arbeiten. Wir sehen auch zusätzliche Finanzhilfen und Darlehen für den Sport, den Tourismus und für Kultureinrichtungen vor. Die Hilfe steht bereit. Natürlich wird es Schwierigkeiten geben, aber wir werden alles daran setzen, um sie zu überwinden, damit die Hilfe am Ziel ankommt. Bis dahin bitte ich Sie um Geduld, Vertrauen und Solidarität. Gemeinsam werden wir diese Krise meistern.